Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Wir haben das Jahr beendet mit Logok, Flemlys Weiterentwicklung. Und heute machen wir weiter mit Gekkabor und Gewaltro. Genau, so heißt er. Entwickeln wir heute mal mein 100er Gekkabor. Oder eins meiner 100er Gekkabors. Dauert immer ein bisschen, bis es fertig geladen hat. So, immer noch nicht. Moment. Gleich, nach Despotar. Da. 606. Auch relativ hoch. IV-Check, bester Satz. KP, Attack, Defense 15. So, beide Entwicklungen habe ich noch nicht. Selbes gilt natürlich auch für Hydropi. Ah ne, die mittlere habe ich bei beiden. Die letzte habe ich noch nicht. Nur bei Flemly hatte ich beide noch nicht. Aber schreibt unten rein, ob ihr schon mal einen Jungglut, also die mittlere Entwicklung von Flemly, wild gefangen habt. Weil nur von Gekkabor und Hydropi habe ich die mittlere gefangen. Von Jungglut, also von Flemly, das Jungglut habe ich gar nicht gesehen. Aber erstmal zu dem. Reptane, den habe ich. Und dann, habe ich Gampus bereits ausgemacht. Können wir mal die Attacken abchecken. So. Reptane. Gewaltro soll gar nicht so schlecht sein. Bonbons übrigens nur durch das Event gemacht. Der seltenste von den drei. Und bisher noch kein Nest abgecheckt. Und trotzdem genug Bonbons zum Entwickeln. Und zum Pushen sogar. Reicht nicht ganz zum Max Pushen, aber habe ich jetzt auch erstmal nicht vor. So. Der sieht eigentlich auch ganz cool aus. Neuer Dex-Eintrag. Saftig. Käferboden. Also ohne mir das jetzt anzuschauen, kann ich schon mal sagen, dass es nicht gut ist. Aber checken wir erstmal ab. So, Gewaltro. Max CP 2584. Das ist ungefähr Bisaflor. Ich glaube, ein bisschen besser. Ich habe jetzt noch keinen Bisaflor auf Max gepusht, also kein 100er. Nur ein bisschen schlechterer. Deswegen kann ich das nicht genau sagen. Bester Moveset: Kugelsaat, Laubklinge. Da sind wir weit, weit entfernt. Zornklinge, Erdbeben. Das Schlechteste. Genau das Schlechteste, was geht. Alter. Vorletzte Kugelsaat-Erdbeben, okay? So, Aero-Ass kann der auch noch, okay? Bis End zurück. Okay, dann. Und dann ein paar TMs. So. Erstmal Charge-TM, also Erdbeben richtig schlecht. Das muss auf jeden Fall weg, egal. So, und. Okay. Laubklinge, das ist perfekt. Ein Versuch. Und Fast-TM gibt es ja nicht viel Auswahl. Da gibt es ja nur zwei Attacken, sprich 100% Wahrscheinlichkeit. Bullet Seed, genau, Kugelsaat. Damals, so schnell ging's. Für ein perfektes Gewaltro. Jetzt erstmal runterscrollen. Wie heißt Gewaltro eigentlich auf Englisch? Skeptal. Okay, Moment. Skeptal. So. Viel einfacher. Attack hat er. 223, Rang 46. Okay, klingt gar nicht so schlecht. Moment, ich schau mal ganz schnell, auf welchem Platz Bisaflor ist. Zwecks Attack. Beziehungsweise wie viel Attack Bisaflor hat. 198, okay. Attack ist aber auf jeden Fall schon mal besser. Natürlich zählen noch die anderen Werte, also im Gesamtpaket ist er vielleicht nicht unbedingt besser als Bisaflor. Können wir vielleicht auch demnächst mal testen. Aber auf jeden Fall cool, den zu haben. Die Starter von Gen 3 finde ich allgemein ziemlich cool. Gewaltro, Logok und Zumpex. Die sind alle drei ziemlich mächtig. Das war's von mir. Schnelles, kurzes Video zum Anfang des Jahres. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr seid wieder erholt. Schreibt unten noch in die Kommentare, ob ihr schon Gewaltro gemacht habt und wie gut ihr den findet oder ob ihr den mögt. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business. Vor allem dieses Jahr.